Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 1. Wir sind aktuell gerade mit Berenger dabei durch diese Gruft, nicht Höhle, wie ich gesagt habe, sondern Gruft zu eiern. Und da sind gerade ein paar Bruxer und Alps auf dem Weg zu uns, deswegen machen wir uns mal bereit. Los, Berenger, wir beide, du, wir schaffen das schon. Schwert raus, Gruppenstil und dann geht es schon. Was ist hier los? Ich will nicht Gott, wie die aussehen. Oh, mir geht's irgendwie nicht so gut. Los jetzt aber. Na, also. Ich muss Berenger folgen, wenn ich weitere Informationen will. Berenger und ich, wir schlagen uns hier also offensichtlich durch diese Gruft hindurch. Auf der Suche nach weitere... Jetzt muss ich zum Dorfprobst gehen, um die Belohnungen abzuholen. Ja, immerhin. Geralt, du kannst das Schwert wieder wegstecken. Steck es weg. Steck es weg. Irgendwie hat er momentan Probleme, manchmal, der gute Herr Geralt. Egal. Sarkophag. Jetzt wird wieder geredet. Das war zu einfach. Berenger, ich habe nicht vor, mich von ein paar Bruxer töten zu lassen, wenn es das ist, worauf ihr spekuliert. Reden wir. Wer sagt, dass ich mit euch reden will? Wollt ihr mich zwingen? Das hatte ich nicht vor. Ich dachte mir... Da wir beide Hexer sind, würden wir eine Einigung erzielen können? Für mich seid ihr nicht besser als dieser Schurke von Professor. Ihr seid nur noch Scheinheiliger. Also habt ihr doch mit den Salamandra zusammengearbeitet. Das habe ich nie gesagt. Verdammt. Was denn? Es scheint etwas Dickeres. Oh. Eine Erscheinung. Komm, sie... Mit dem Gruppenstil geht das schon. Wuhu. Also, gar kein Problem. Einmal durchgegruppenstil und dann geht das schon. Es sieht aus, als seien wir hier fertig. Können wir uns unterhalten? Von mir aus, aber nicht hier. Gehen wir raus. Setzen wir uns an mein Feuer. Endlich. Alles klar. Ich werde versuchen, mit Berenger zu reden. Ich will mich draußen beim Feuer mit Berenger treffen. Also, ich will das nicht, aber... Kein Platz mehr für die Beute. Okay. Hier aber noch. Hier aber noch. Hier aber noch. Was ist denn das jetzt für ein Zeug? Todesstaub. Dann schmeißen wir mal irgendwas weg. Wie wär's mit... Was jetzt auch nicht. Schattenstaub klingt cool. Packen wir Wolfsblätter weg. Und nehmen dafür mal den Todesstaub mit. Dann blicken wir mal in den Sarkophag. Dort finden wir einen Silberring. Dort finden wir Teil einer Rüstung. Questgegenstand. Und diese riesige Axt. Sehr gut. Da ist noch ein Sarkophag. Schwarzpulver. Ich glaube, die Teile der Rüstung gibt es alle in diesem Akt hier. Und damit bekommen wir Rabes Rüstung. Und die sollten wir uns auch holen. Deswegen... Da müssen wir genau aufpassen. Ein Ring, ein bisschen Wein, das Brot kann er behalten. Okay, jetzt nochmal schauen. Da hinten ist noch eine Holztruhe. Oh, ein paar Ohren zu. Das kann man immer mal gebrauchen, ne? Okay. Ich glaube, es waren drei Teile, die man brauchte für die Rüstung. Und dann können wir uns nämlich Rabes Rüstung schmieden lassen. Ich weiß nicht mehr, wer das machte, aber das werden wir schon rausfinden. Wichtig ist nur, dass ich es nicht verkacke. Zunge eines ertrunkenen Toten. Okay. Dann gehen wir mal raus und schnacken mit ihm an seinem Feuer. Und gucken, was er für Infos hat und ob er jetzt wirklich mit den Salamandra zusammengearbeitet hat. Hm. Würde ihn ja schon so ein bisschen zu seinem Feind machen. Ja? So erwängen jetzt. Da rennt er. Zu seinem Feuer. Kommt gerade so ein bisschen Gothic 1 Vibes auf, muss ich sagen.
zum Teufel mache ich hier? Das frage ich mich auch. Erstmal hinsetzen und Feuer wieder anmachen. Naja, läuft ja noch nicht so gut. Egal. Wir können am Feuer reden. Ich bin am Feuer. Ah ja, okay. Alvin, Alter, hast du jetzt die ganze Zeit gewartet, bis die Großen da fertig sind, oder was? Du bist so durch. Also, was gibt es so Dringendes? Ich fange am besten am Anfang an. In welcher Verbindung steht ihr zu den Salamandra? Was zur Hölle? Die Geschichte ist schnell erzählt. Sie haben mich vor einiger Zeit gefunden und der Professor hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Ihr wisst schon, sowas wie, hilf uns oder du frisst deine eigenen Eier. Ich habe getan, was ich tun musste. Es ist witzig. Sie erinnern mich an Hexer. Ich hatte nie eine Wahl. Weder bei denen, noch bei euch. Erst machten mich die Hexer zu Mutanten. Dann machte mich der Professor zum Verbrecher. Ein doppelt Ausgestoßener. Ich bin bei der ersten Gelegenheit geflohen. Sie haben nichts von mir erfahren. Ich habe niemanden verkauft. Und dann kam ich hierher. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodja neu lösen. Es heißt, ihr wollt den Konflikt zwischen den Menschen und den Vodja neu lösen. Was? Haben sie euch geschickt, um einen Vertrag aufzulösen? Soll mir recht sein. Nehmt ihn. Was für einen Vertrag? Den Vertrag zwischen den Menschen und den Vodja neu, Frieden zu stiften. Beide Seiten kamen zu mir. Ich will damit nichts zu tun haben. Und die Aufgabe passt perfekt zu eurer heiligen Legende. Höre ich da etwa Neid? Macht euch nicht so wichtig. Ich verachte Menschen wie euch zutiefst. Schweift nicht ab. Mein Rat? Löscht eine der zwei Seiten aus. Dann ergibt sich der Rest. Das klingt einfach. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Ihr habt eine Rüstung erwähnt. Kennt ihr die Legende nicht? Ich dachte, jeder Hexer hätte davon gehört. Erzählt mir davon. Wie Legenden nun mal so sind, berichtet die Legende von einem großen Krieger. Sie ist noch langweiliger als Rittersporns Ballade über euch. Auch wenn das kaum möglich scheint. Unser Held trug zwar eine Rüstung, wendete aber die Kampftechniken eines Hexers an. War er ein Hexer? Wer weiß. Das klingt interessant. Man nannte ihn Rabe. Er hatte Beziehungen zu Erfindern unter den Gnomen, die über ein überlegenes technisches Wissen verfügten. In ihren geheimen Werkstätten unter dem Carbonberg schufen sie eine ebenso feste wie leichte Rüstung. Perfekt für einen Hexer. Eine legendäre Rüstung. Vielleicht sollte ich mich mal als Schatzjäger versuchen. Viel Glück. Vermutlich wurde Rabe in ihr begraben. Schon seit langem durchsuche ich Friedhöfe, um sie zu finden. Kennt ihr jemanden, der mir mehr über diese Rüstung erzählen kann? Der hiesige Schmied ist auch ein Erfinder. Und er kennt die Legende. Ihr könnt es aber auch bei dem Elfenhandwerker versuchen. Das werde ich tun. Ja? Ja, ich gehe lieber zu den Menschen. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Wir machen erstmal die anderen Optionen. Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodja neu finden kann? Wisst ihr, wo ich den freundlichen Priester der Vodja neu finden kann? Beim Altar der Herren des Sees am Ufer. Manchmal jagen ihn die Anhänger Dagons fort. Da müsst ihr auf ihn warten. Falls das nicht unter eurer Würde ist. Verstehe. Ja? Ja. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ihr habt eine Schwachstelle in meiner Verteidigung erwähnt. Ja. Eure Lenden sind ungeschützt, wenn ihr eine halbe Drehung macht. Jeder Anfänger würde das bemerken. Ich weiß sogar warum. Würde es euch was ausmachen, es mir zu erzählen? Um eine halbe Drehung korrekt ausführen zu können, müssen beide Beine gesund sein. Eines eurer Beine wurde einmal zerquetscht. Möglich. So ist das eben. Lebe durch das Schwert, stirb durch das Schwert. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Ich habe das Gefühl, dass ihr mir nicht alles sagt. Wie scharfsinnig. Da ist noch eine Sache. Die Salamandra wollen Alvin. Ich weiß nicht warum, aber er ist wichtig für sie. Sie haben mich hierher geschickt, um ihn zu suchen. Aber ich habe nichts dergleichen vor. Ich will nur ein paar Ohrens verdienen, dann verschwinde ich für immer. Mehr wisst ihr also nicht über den Angriff auf Kaer Morhen und die gestohlenen Hexerformeln? Nicht das Geringste. Dann habe ich nur einen Rat für euch. Haltet euch von Alvin fern. Ja? Ja, okay, dann lebt wohl, ne? Lebt wohl.
Ringehauen, mein Freund. Und Alvin steht auch schon da. Ich sollte andere Arbeiten erledigen, bis Berengar geradlinige wird. Ich sollte mit Julian und dem Wodja Neupriester sprechen. Okay. Dann gehen wir nochmal zum Wodja Neupriester. Ich habe ein paar interessante Dinge erfahren. Vielleicht kann ich später noch einmal mit Berengar reden. Erstmal zum Wodja Neupriester. Dann gehen wir zu Julian. Da müssen wir ja sehr viel schnacken. Dann werden wir mit dem Schmied sprechen. Und dann geht es schon, würde ich sagen. Also, Rabes Rüstung, die organisieren wir uns, weil wir wollen ja den zweiten Teil danach auch nochmal daddeln. Wurde jetzt ja quasi aufgetragen. Ich habe ja selber auch wieder Bock drauf. Also den zweiten auf jeden Fall nochmal, den dritten würde ich auch gerne nochmal daddeln. Aber wenn ich... Alter, was geht denn ab mit euch? Wenn ich mir vorstelle, dass ich den nochmal komplett... Let's play. Alter Focko, das wäre zu krass, glaube ich. Los, Geralt, anderes Schwert. So... Dann den Gruppenstil und dann geht es schon. Was seid ihr nur für Dinger? Eigentlich sehen die ja gar nicht so kacke aus. Ganz knuffig eigentlich. Was ist das denn? Eine Sehne. Leider habe ich keinen Platz für Sehnen. Schmeißen wir dann mal wieder weg. Herzogswasser, weg damit. Muss doch mal neue Sachen sammeln. Wie Sehnen. Auch kein Platz für. Wollt ja Neuschuppe. Schmeiß ich das Auge dafür weg. Und was ist das? Stein von Üs. Rebis. Leichengift. Weg damit. Jetzt nehmen wir mal Rebis mit. Okay. Was wollte ich eigentlich machen? Ach ja, mit dem Priester reden. Ist der tagsüber denn da? Ich sehe ihn aktuell dann nicht. Nein, er scheint aktuell weg zu sein. Na gut, dann kommen wir wieder. Geralt, Schwert wegstecken. Schwert wegstecken. Okay, Geralt steckt sein Schwert nicht weg. Dann... Ich weiß nicht, was da heute los ist. Nö, es bleibt einfach draußen. Okay. Du, Geralt, kein Problem. Lass draußen das Ding. Was soll's. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Gasthaus, schnacken da erstmal mit Julian, holen uns ein paar Belohnungen ab und gehen dann noch zum Schmied. Und versuchen, den mal über diese Legende auszuquetschen. Wobei, wenn wir schon mal hier sind, lass eben nochmal mit dem Schmied der Elfen schnacken. Dann quetschen wir da auch noch ein bisschen Infos raus. Die werden bestimmt beide was erzählen. Insofern wird das bestimmt lohnend sein. Den kleinen Extraweg, den können wir uns ruhig gönnen. Wenn ich es denn schaffe. 11, 11, 11. Turovil, wo ist der Schmied? 11 Handwerker. Moin. Ja? Ja? Du, ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Mhm. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sile interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Okay, dann lebt mal wohl. Lebt wohl. Ich muss die Aufzeichnung eines Elfen-Sangenmeisters finden. Ich sollte die Gruft durchsuchen. Hilf mir, Hilfe! Oh. Hilf mir, Hilfe! Ja, wärst du mal nicht hinter mir hergelatscht, du Dödel, ey.
Na? Der Elf dann auch völlig unbeeindruckt, angelt da ganz entspannt vor sich hin. Wurde ja Neupriester, okay. So, dann sammeln wir mal. Gruftmäßig gibt es ja, glaube ich, aber nur diese eine. Da waren wir ja schon drin. Durchgang zu den Feldern. Boot. Durchgang zum Dorf. Durchgang zu den Feldern. Da waren wir auch noch gar nicht. Kommt aber noch. So, jetzt haben wir alle getötet. Jetzt gehen wir nochmal wieder zurück. Vielleicht ist der Priester ja jetzt wieder da. Und ansonsten gehen wir zum Dorf. Das wäre so der Plan. Jetzt, wo hier alle tot sind, die ihn bedrohen, kann er sich ja wieder raustrauen. Und sonst geht's erstmal zu Julian. Sein Schweif wedelt noch, oh Gott. Na du, resolutes Mädchen. Ich glaube, der ist nicht da. Wir checken es mal, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Vielleicht ist er ja doch da und versteckt sich nur beim... Nein, nur Altar. Da kommen wir dann abends wieder. Okay, also dann doch erstmal zu Julian. Alvin wieder, ey. Geralt, da bist du ja. Ich hab dich so vermisst. Ich laufe jetzt nur noch hinter dir her. Und Geralt ist es einfach egal, statt zu sagen, Alvin, Alter, ich kämpfe gegen Monster, Junge. Du solltest vielleicht einfach mal zu Hause bleiben. Oder im Dorf. Nö. Aber wenn es gefährlich wird, rennst du weg. Okay. Na gut, dann ist es so. Dann machen wir das mal so, wa? Bam, bam. Da hilft manchmal auch einfach nur die Musik genießen, ne? Die Schritte von Geralt, den Schritten des Hexers lauschen. Und einfach laufen. Einfach laufen. So, du gehst erst zum Gasthaus. Ist das da? Nö. Wir müssen da entlang. Wir müssen auch noch dieses Katzengeschirr organisieren. Das ist in einer anderen Gruft. Ich wette auf den Feldern. Und da kriegen wir bestimmt das Gesangesbuch. Und dann haben wir das Rüstungsteil, das Gesangesbuch. Vielleicht reicht das schon. Das wird sich dann zeigen. Jetzt schnocken wir aber erstmal. Moin. Ja, aktuell ist ja noch nicht so viel... Oh, oh. Julian, was ist los? Du wirkst so gestresst. Es ist schön, euch zu sehen. Ich freue mich, auch passiert. Dich zu sehen. Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Gut, ich mache mich auf die Suche nach ihr. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Danke. Julian, renn mal nicht weg. Ich habe versprochen, auf den Feldern nach Alina zu suchen. Und da geht er rein, erstmal sich ein Bierchen zischen, ne? Bleib doch mal eben hier. Geralt? Julian? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bezahle für jede Basiliskenhaut, die ihr habt. Schuhe aus Reptilienleder sind in Visima der letzte Schrei, wisst ihr? Ich habe drei heute. Ich habe drei heute. Lasst mich mal sehen. Unbeschädigt, ausgezeichnet. Hier ist eure Belohnung. Danke, Julian. Hau rein. Lebe erstmal wohl. Ich komme gleich wieder.
Meine Lieben, ihr habt den Hahn krähen gehört, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst schon mal ein Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.